Also nochmal, mein Name ist Robert. Ich freue mich, dass ich hier einen Vortrag halten kann. Das ist mein erstes Mal hier in der Runde. Deswegen hoffe ich mal, dass ihr heute Spaß haben werdet. Ich habe mir ziemlich lange Gedanken gemacht über das Thema Social Engineering. Ist jetzt nicht so mein Hauptgebiet. Also ich bin eigentlich Auditor für verschiedene ISO-Standards, ja, und berate halt auch Firmen, wie man letztendlich ISO-konform wird und ich sag mal so, versucht dann halt auf der Gegenseite dem Zertifizierungsauditor zu verkaufen, dass das Management-System läuft. Aber heute halt, wie gesagt, das Thema Social Engineering. Ich habe mir schon einige Vorträge angeschaut, die, sag ich mal, hier in diesen Gruppen gehalten wurden und habe halt festgestellt, die sind schon auf einem sehr hohen Niveau. Und wie kann ich denn jetzt eigentlich für euch da ein bisschen was Mehrwert reinbringen, dass ihr was davon habt? Und da dachte ich einfach nur, die Antwort darauf ist Spaß. Ja, und demzufolge habe ich mir überlegt, wir machen einen kleinen Quiz, mit dem starten wir auch. Wie gesagt, ihr habt ja schon viele solcher Vorträge bestimmt gehört in den letzten Jahren über das Thema und wir schauen einfach mal, wie gut die Sachen hängen geblieben sind, die ihr da vielleicht gelernt habt. Ich gebe euch übrigens auch ein paar Tipps. Dann ist es vielleicht nicht ganz so schwer. Vielleicht mal ganz am Anfang, wer von euch kennt denn die Serie The Big Bang Theory? Ist ja gar nicht so viele. Ich hätte gedacht, mehr. Wer mag denn die Serie? Okay, sind ja ungefähr die gleichen. Hätte mich auch gewundert. Auf jeden Fall, die haben heute einen kleinen Heimvorteil, sag ich mal. Genau. Also wir starten, wie gesagt, mit dem Quiz. Wir haben auch extra was programmiert, beziehungsweise was jetzt programmiert. Wir haben so eine kleine Webseite hier aufgestellt, wo wir die Videos eingefügt haben, die wir euch zeigen wollen. Und zwar ist jetzt das Quiz so aufgebaut, wir zeigen euch halt immer ein Video. Und ihr sagt uns oder mir, was für ein Social Engineering Angriff an der Stelle gerade angewendet wurde. Ich gebe euch einen Tipp wiederum dazu. Das Thema ist hier an der Stelle, es bezieht sich immer auf die, wie sagt man, von Cialdini, die kennt ihr vielleicht. Der hat da 6 Waffen von Cialdini, wer die kennt. 6 Waffen der Beeinflussung. Ist eigentlich so aus dem Thema Marketing, aber passt super zum Thema Social Engineering und habe ich auch schon öfter gehört im Bereich Social Engineering. Denke halt eben, wie gesagt, wer von euch da schon mal was zu dem Cialdini was gehört hat, der wird hier auch leicht die Antworten finden. Genau, und was wir noch haben, ist letztendlich also wir kennen diesen QR-Code, wer den einscannt, der kommt auf eine Seite und auf der Seite könnt ihr eure Antwort eingeben. Also es wird dann so ablaufen, dass ich das Video zeige, dann zeige ich euch 3 Antworten und die könnt ihr da gibt es einen Doodle-Kalender, wenn ihr über diesen QR-Code drauf geht und könnt dann die Antwort zu dem Video letztendlich auswählen. Also wie gesagt, ich zeige euch erst das Video, dann die 3 Antwortmöglichkeiten, dann geht ihr auf die Webseite, also auf diesen Doodle-Kalender und tippt die Antwort im Endeffekt ein. Vielleicht für die, die mit dem QR-Code Probleme haben, habe ich auch die Webseite letztendlich. Kommt jetzt hier reingewandert. Hallo. Na, tut sich jetzt ein bisschen schwer hier. Genau, also das ist nur zum Abtippen, das ist dann hier, wo wir dann die Zusammenfassung sehen werden. Das können wir dann nochmal auswerten und schauen, wie viele euch aus den vorhergehenden Vorträgen gemerkt habt, die vielleicht schon hier irgendwo mal gehalten wurden. Genau, vielleicht machen wir das mal so. Jetzt seht ihr natürlich die Seite nicht. Na, habt ihr alle den QR-Code? Hat das funktioniert? Also vielleicht mal kurze Rückmeldung. Ja. Ja. Versucht dann mal den QR-Code. Ihr könnt doch gerne nach vorne kommen. Der ist groß genug. Ja. Hat es bei irgendjemandem funktioniert? Ja? Sehr gut. Deswegen ist ein, der dann abstimmt. Da wissen wir dann, wie gut du die Sachen kennst. Ja. Genau, und der Rest, der kann vielleicht hier auch abschreiben, wer Lust hat. Ich lasse es mal kurz offen und warte mal kurz eine Sekunde für die, die es nicht über ein QR-Code-Ding bekommen haben. Oh, ich habe eine Mail. Genau, ich sehe eigentlich kein mehr tippen. Ist vielleicht doch für die, die mobil unterwegs sind, wie die auch sein. Also wie gesagt, ich starte jetzt mit dem Video und ihr achtet bitte ganz genau drauf, welche Beeinflussungsmethode von Cialdini
hier vielleicht zutreffen könnte an der Stelle. Wir werten das übrigens immer gleich direkt nach dem Video aus. Hey Sheldon, stellt ihr bei euch einen Weihnachtsbaum auf? Nein, weil wir das antike heidnische Fest basierend auf den Saturnalien nicht feiern. Saturnalien? Komm mit, ihr Kinder, es ist Zeit für Sheldons geliebtes Weihnachtsspecial. Wenn in der vorchristlichen Zeit die Wintersonnenwende nahte und die Blätter abstarben, brachten Heiden immergrüne Zweige in ihr Heim. Eine auf dem Analogiezauber beruhende Handlung, um die Lebensessenzen der Pflanzen bis zum Frühjahr zu beschützen. Später machten sich die Nordeuropäer diesen Brauch zu eigen und schließlich wurde daraus der sogenannte Weihnachtsbaum. Und jetzt, Charlie Brown, konntest du erfahren, was Langeweile bedeutet. Okay, also vielen Dank dafür, aber ich habe für dich und Leonard ein paar ausgefallene Geschenke und leg sie unter meinen Baum. Nein, warte. Du hast mir ein Geschenk gekauft? Aha. Wieso machst du denn so etwas? Ich weiß nicht, weil Weihnachten ist? Oh, Penny, ich weiß, du denkst, du wärst großzügig, aber das Schenken basiert auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Das heißt, du schenkst mir nichts, sondern du erlegst mir eine Verpflichtung auf. Werd nicht böse, Penny. Das ist ein klassischer Anfängerfehler. Bei meinem ersten Chanukka-Fest mit Sheldon hat er mich eine Woche lang angeschrien. Ja. Nein, Schatz, schon okay. Ich erwarte keine Gegenleistung. Oh, doch natürlich, denn der Brauch schreibt vor, dass ich jetzt losziehe und für dich ein Geschenk von vergleichbarem Wert erstehe, welches auf derselben Wahrnehmungsebene der Freundschaft liegt, wie das Geschenk, das ich von dir erhalten werde. Ist doch kein Wunder, dass die Selbstmordrate zu Weihnachten explodiert. Okay, vergiss es, dann check ich dir eben. Nein, zu spät. Auf diesem Wichtelaufkleber steht auch schon für Sheldon. Die Würfel sind gefallen. Der Finger schrieb, dann glitt er fort. Hannibal hat die Alpen überquert. Ich weiß, solange es uns nicht trifft, ist es wirklich. Sheldon, es tut mir wirklich ganz schrecklich leid. Nein, nein, das habe ich mir selbst zuzuschreiben, weil ich so ein liebenswerter und wichtiger Teil deines Lebens bin. Und ihr fahrt mich zum Shopping Center. Und schon hat es uns getroffen. So, damit haben wir jetzt das erste Video gesehen. Jetzt kommen noch die Antwortmöglichkeiten. Na? Mensch. Genau. Jetzt könnt ihr also voten. Es gibt sozusagen die drei Antwortmöglichkeiten. Wir haben also A, B oder C. Ich habe ja extra mal die Fachbegrifflichkeiten rausgesucht an der Stelle, um es ein bisschen schwieriger zu machen. Ihr habt ja sowieso alle Internet, also eigentlich. Genau, ich gebe euch mal kurz eine Sekunde Zeit. Und muss mal nebenbei. Bezüglich wem jetzt? Das ist die Frage. Ich will ja nicht vorwegnehmen. Also ich denke, die Szene war wirklich relativ einfach eigentlich. Also das war eigentlich eine der einfachsten Szenen, da kommen noch viel schwierigere. Ich habe gehofft, er hat es halt nur nie mit dem Fachterminal genannt. Ich habe jetzt ein Vot bisher. Ach, die ist nicht wieder weg, sorry. Ja. Na? Mensch. Sorry. Ich aktualisiere mal wieder, um zu schauen. Also wir haben jetzt zwei Votes. Die Anteilnahme hält sich noch in Grenzen. Ja, genau. Ja, sieht sehr gut aus. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, der Letzte loggt jetzt ein. Ich dachte, hier ist so ein Online-Cast. 4 haben wir schon. Na, vielleicht noch ein bisschen warten. Übers Handy ist ja ein bisschen kleiner. Ist vielleicht nicht ganz so, ganz so leicht. Es wird übrigens noch schwieriger.
Ich wollte erst mal leicht starten. Genau, ich habe jetzt 5 Teilnehmer, die haben auch alle richtig bisher. Genau, dann belassen wir es mal dabei. 6 Teilnehmer, immer noch alle richtig. Was? 7? Kommen doch einige hier noch rein. Wahrscheinlich ist das der Online-Stream, der ist ein bisschen zeitverzögert. Das ist interessant, es gibt die erste falsche Antwort. Okay, belassen wir es dabei. Also wir haben 7 richtige Antworten und eine falsche. Ich würde jetzt einfach mal auflösen. Die richtige Antwort ist die Reziprozität. Das Prinzip der Gegenseitigkeit heißt das übersetzt. Ja, also wie es halt eben dasteht, die Bemühung, anderen zurückzugeben, was wir von ihm bekommen haben. Das war ja eben die Szene gewesen. Die Penny gibt letztendlich dem Sheldon ein Geschenk und er sagt ja, das ist ja kein Geschenk, das ist eine Verpflichtung. Jetzt bin ich ja verpflichtet, gesellschaftlich dir was zurückzugeben. Ja, da gibt es dann eben Beispiele, das kennen wir vielleicht, wer von euch die Bücher kennt, zum Beispiel von Kevin Mitnick oder so. Da wird ja so eine Angriffsmethode relativ häufig genutzt. So nach dem Motto, kann ich Ihnen helfen? Ne, man versucht irgendwie über ein Telefonat oder so jemanden zu helfen und dadurch bekommt er das Gefühl, ich muss demjenigen ja auch helfen und kann dadurch entsprechend versuchen, irgendwie die Social Engineering-Attacke halt durchzuführen. Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das heißt, das habt ihr alle nur gewusst oder die meisten haben es gewusst. Wo ist die Maus? Das war... Es wird übrigens auch ein bisschen schwieriger. Es wird jetzt nicht die ganze Zeit so leicht bleiben. Was soll denn das? Notfallverhaltensübung, Sir. Nein, hör bloß auf. Und du weißt, wie es läuft. Einmal im Quartal trainieren wir unsere Bereitschaft. Also, raus aus den Federn, du Schlafmütze. Die halbe Stadt ist vermutlich tot. Ich muss endlich ein Schloss für meine Tür besorgen. Ah, die heutige Übung gefällt dir ganz sicher. Ich habe für Spaß gesorgt. Auf jeder dieser Karten steht ein detailliertes Szenario von einem apokalyptischen Ereignis. Angefangen von Waldbränden bis zum überraschenden Einmarsch der Kanadier. Bitte wähle eine Katastrophe aus, egal welche. Sheldon, die Kanadier marschieren ganz sicher nicht in Kalifornien ein. Ach ja, meinst du, diese Hippies in Washington und Oregon könnten sie aufhalten? Na schön. Alles klar. Ein Erdbeben der Stärke 8,2 verwüstet Pasadena. Große Gebäude stürzen in Sekundenschnelle ein. Die ganze Stadt steht in Flammen. In den Straßen fließt das Blut. Das Geschrei der Verwundeten ist entsetzlich. Oh, ausgezeichnete Wahl. Hier, nimm deinen Helm und die Sicherheitsweste. Schöner Spaß. Jetzt darf ich wieder eine Nacht im Wohnzimmer verbringen, verkleidet wie einer von den Village People. Du machst diesen Witz alle 3 Monate, aber ich verstehe ihn nicht. Leonard, warte! Was machst du denn? Ich weiß nicht, was mache ich denn? Sieh dich doch um. Hier liegen überall hypothetische Glasscherben herum. Wirklich, du gehst Armageddon ohne deine orthopädischen Einlagen entgegen? Deine Entscheidung. Oh, oh, hypothetisches Nachbeben. Deswegen tragen wir die Helme. So. Das war die Szene. Also gerade für die Kenner von The Big Bang Theory, die werden jetzt einen kleinen Vorteil haben. Und jetzt kann wieder gebotet werden. Oh, da ist sogar ein Fehler drin. Soll eigentlich Liking heißen, nicht Linking. Wahrscheinlich wäre es niemandem aufgefallen.
jetzt. Ja, ich kriege jetzt die ersten Antworten rein. Sieht so aus, als wenn hier hauptsächlich die Leute antworten, die The Big Bang Theory kennen. Wir haben schon 5 richtige Antworten. Ja, ich würde sagen, das reicht. Also bisher war wieder alles richtig. Nee, gut, beim ersten Mal hat man ja einen Fehler gehabt, auf jeden Fall. Aber diesmal 5 Leute, die mitgevotet haben und alle waren richtig gewesen. Es handelt sich um das Commitment Consistency. Und zwar hängt das damit zusammen, dass es gibt ja die Mitbewohnervereinbarung zwischen Leonard und Sheldon. Und da ist vereinbart worden, dass einmal im Monat eben so eine Übung durchgeführt wird. Und deshalb kommt der Sheldon mitten in der Nacht, weckt den Leonard, um ihn da entsprechend dann mit dieser Übung, sage ich mal, zu belästigen. Und der Leonard lässt sich darauf ein, weil er eben die Mitbewohnervereinbarung abgeschlossen hat, ja, und fällt sozusagen genau auf dieses dann ein. Das kennen wir auch, wie gesagt, aus den Büchern zum Beispiel. Wie gesagt, da würde ich wieder auf Kevin Mitnick oder was auch immer für Social Engineering Bücher man da liest, dann kommt das ja auch immer: Können Sie mir helfen? Die Menschen gehen automatisch halt letztendlich darauf ein, dass sie halt versuchen wollen, letztendlich, wie soll ich sagen, anderen Menschen einfach zu helfen. Ne? Also man gibt dann einfach das Commitment, hilft denen dann im Endeffekt, und dann kann man das immer weiterführen, bis dahin, dass man halt entsprechend vertrauliche Informationen halt versucht herauszubekommen. Genau. Ich will auch gar nicht so detailliert eingehen darauf. Die meisten kennen es ja offensichtlich. Gehen wir einfach mal zum nächsten Video. Und ich hoffe, dass ich euch noch ein bisschen fordern werde. Wieso muss ich immer die schweren Sachen tragen? Ist doch ganz einfach. In unserer Schar zusammengewürfelter exzellenter Wissenschaftler habe ich den Durchblick, Wolowitz ist der Spaßvogel und Kutrapalli ist der liebenswerte Ausländer, der alles daran setzt, unsere Lebensweise zu verstehen. Nach dem Ausschlussverfahren bist du daher unser Muskelpaket. Ab demnächst eins mit Muskelfaserriss. Na endlich, ich bin schon am Verhungern. Naja, offen gesagt haben wir kein chinesisches Essen mitgebracht. Wieso nicht? Keine Panik, das hier ist besser. Oh nein, habt ihr unser Essen wieder gegen Zauberbohnen eingetauscht? Natürlich nicht. Und genau genommen sind Zauberbohnen auch Nahrung. Es wäre Verschwendung, sie zu essen, statt sie anzupflanzen. Denn die über Nacht wachsende riesige Bohnenranke liefert genug Ballaststoffe für eine ganze Kleinstadt. Weißt du, manchmal höre ich dir nicht zu, dann beobachte ich nur, wie dein Kiefer sich hin und her bewegt. Wir waren auf dem Weg ins China-Restaurant, als wir glaubten, Adam West zu sehen, und sind ihm gefolgt. Wer ist Adam West? Was? Wer Adam West ist? Leonard, worüber redet ihr eigentlich nach dem Koitus? Ich wette. Hey, 4 Minuten, neuer Rekord. Deswegen bin ich der Spaßvogel. Jedenfalls sind wir ihm zu diesem Trödler gefolgt, und der hatte die coolsten Sachen. Ja, der hat uns die gesamte Kiste hier für $60 verscherbt. Wir haben noch gar nicht alles durchgesehen, da könnte sonst was drin sein. Auch eine neue Freundin, denn die brauchst du vielleicht. Nein, aber das hier ist ein Originalentwurf des Ghostbusters-Scripts mit echten Schleimspuren drauf. Oh, du hast recht, Ghostbusters 2 ist so ein Mist. Oh mein Gott. Eine Altfigur. Als ich 11 war, hat meine Mutter mir eine zum Kuscheln geschenkt, nachdem mein Vater uns verlassen hat. Ich stellte mir vor, dass mein Dad jetzt auf dem Planeten Melmark wohnt und dass Alf ihn mir wieder zurückbringt. Aber das hat er nicht. Wo ist mein Daddy geblieben? Wo ist er? Das ist echt traurig. Traurig ist, dass du nicht weißt, dass Adam West der Fernseh-Batman war. So, jetzt kommen wir wieder zur Abstimmung.
Diesmal ist es ein bisschen schwerer. Hoffe ich zumindest. Jetzt bin ich beruhigt ein bisschen. Es ist doch nicht so einfach. Ich habe die ersten drei falschen Antworten. Vier. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, ob ich das hier alles so einfach für euch gemacht habe. Also die meisten Antworten waren diesmal auf C, also Authority. Die richtige Antwort ist aber Social Proof, soziale Bewährtheit. Und zwar ging es diesmal gar nicht um den Text, sondern diesmal wurde ihr sogar selber, zumindest war es der Versuch, euch zu beeinflussen. Es geht darum, ich weiß nicht, bei den vielen Vorträgen, da gibt es halt immer dieses Beispiel mit der Beachtung eines Turms, also stellt man sich irgendwo hin, an einem öffentlichen Platz, schaut einfach mal ein bisschen in die Luft, guckt irgendeinen Turm an, hat gar keine große Bewandtnis, aber stellen sich schnell irgendwelche Leute dazu und gucken halt auch zu dem Turm. Ja, und wenn man dann danach, also das sammelt sich dann irgendwie an und wenn man dann weggeht und wiederkommt, dann wird man sehen, dass die Menschen immer noch da stehen und eventuell stehen sogar noch ein paar mehr da und die denken sich die sonstigen Geschichten aus letztendlich, warum die da jetzt da zu dem Turm nach oben starren. Ja, also das ist halt so das Prinzip der sozialen Bewährtheit. Ihr kennt das vielleicht auch so aus der Kindheit, wenn dann immer die Eltern gesagt haben, ja, wenn du aus dem, wenn der, also man macht irgendwas, man, die Kinder sagen immer, naja, der hat es doch auch, der darf das doch auch im Endeffekt, ja, warum darf ich denn das dann nicht? Und dann sagen ja den Eltern immer, naja, aber wenn der aus dem Fenster springt, würdest du dann auch hinterher springen. Ich sag mal so, es ist so ein bisschen von dem Prinzip her das Gleiche. Auf jeden Fall, was haben wir jetzt bei dem Video gesehen? Es geht halt um diesen Applaus und das Klatschen und alles, was dann immer passiert und das Gelache, das Gelächter von dem, was eingeblendet wird. Das soll eigentlich dazu das Publikum bringen, dass sie auch lachen und klatschen letztendlich. Ja? Das soll die Beeinflussung des Publikums letztendlich, deswegen wird das bei vielen verschiedenen Sendungen immer eingeblendet, das ist der Grund dahinter. Genau, so, dann kommen wir zum nächsten. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe, Lennart. Ich danke dir für die Gelegenheit, dir helfen zu dürfen. Oh, hey, Leute. Hey, Penny, das ist Alicia, unsere neue Nachbarin. Hi. Hi. Ich helfe ihr. Ja, das sehe ich. Alicia ist keine Musikerin, kinderlos und ein Teppichfreund. Sie ist noch in der Probezeit, aber ich mag sie. Cooles T-Shirt. Oh ja, ich bin sonst nicht so angezogen, aber ich gehe joggen. Du gehst nie joggen. Ich kann ja anfangen. Schon, aber die wahrscheinlichere Erklärung für den Aufzug ist, dass du nichts Sauberes mehr hast. Danke, Sheldon. Gern geschehen, Penny. Ach, du siehst toll aus. Ich bin heute auch wie ein Straßenpenner angezogen. Ich finde, du siehst fantastisch aus. Der Typ ist ein Aufreißer, hä? Oh ja, pass gut auf. Danke für die Warnung. Okay. Also dann, mach's gut. Du auch. Ich bin heute auch wie ein Straßenpenner angezogen. Oh, Mimi, kriege ich am auch gern andere nach. Ich arbeite an Admiral Akbar aus Rückkehr der Jedi-Ritter. Es ist eine Falle. Du musst dich mir mit einem großen Fischkopf vorstellen. Es ist eine Falle. Es ist eine Falle. Es ist eine Falle. So, jetzt kommen wir wieder zur Abstimmung.
Diesmal ist es richtig geschrieben. Ich glaube, das ist wieder ein einfacher Fall. Ja, man merkt es auch an den Antworten, die sind alle richtig. Genau. Die meisten haben A gewählt und das stimmt auch. Es geht um das Prinzip überzeugende Sympathie. Also warum hat er letztendlich die Koffer hochgetragen? Attraktives, hübsches Mädel. Die hat halt um Hilfe gebeten. Die Szene habe ich jetzt nicht mit reingebracht, aber zumindest hat er dann entsprechend da die Pakete hochgetragen, weil sie attraktiv ist und damit auch sympathisch wirkt. Das ist halt eben auch Menschen, die sehr sympathisch wirken, also beziehungsweise auch attraktiv sind, die wirken automatisch sympathisch und haben es auch leichter am Leben, sage ich jetzt mal. Das ist ein bekanntes Prinzip. Und was ja noch hinzukommt, sie hat doch zwischenzeitlich ein Kompliment gemacht gehabt zu ihm, dass er doch so stark ist. Demzufolge fühlt er sich natürlich auch gleich noch ein bisschen motiviert, die Kiste da hochzuschleppen letztendlich. Und das ist halt, wie gesagt, das vierte Prinzip an der Stelle. Genau. So, dann kommen wir zum vorletzten. Willst du nicht zur Tür gehen? Nein, nicht unbedingt. Könntest du zur Tür gehen? Ich nehme an, ich könnte, wenn man mich bitten würde. Würdest du bitte zur Tür gehen? Aber natürlich. Wieso machst du alles immer so kompliziert? Dr. Cooper? Ja? Ich bin Special Agent Page, FBI. Sie sagen, Sie sind Special Agent Page, FBI. Hier ist mein Ausweis. Und hier ist meine Mitgliedskarte der Gerechtigkeitsliga. Aber das besagt nicht, dass ich Batman kenne. Ich würde Ihnen gerne einige Fragen stellen wollen über Howard Wolowitz. Oh, na schön. Niemand würde die Strafe riskieren, die droht, wenn man sich als Bundesbeamter ausgibt, nur um Fragen zu stellen zu einem Ingenieur der unteren Liga mit einem ungelösten ödipalen Komplex. Danke. Zur Klarstellung, ich unterstütze aufrichtig das FBI in seiner Mission, die es durchführt, gemäß seinem Motto... Treue, Mut und Rechtschaffenheit. Korrekt, beginnen wir. Vor genau 18 Jahren schickte ich an das Kriminallabor des FBI Proben aus einem Beutel mit Exkrementen, der vor meiner Haustür in Brand gesetzt worden war. Zwecks Untersuchung von Fingerabdrücken und einem DNA-Test. Wieso habe ich noch keine Antwort erhalten? Naja, das Kriminallabor des FBI hat eine Menge um die Ohren. Das ist nur ein schwacher Trost für eine Nation, die versucht, sich brennende Fäkalien von den Schuhen zu kratzen. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir jetzt über Mr. Wolowitz reden? Ein wenig, aber fragen Sie nur. Danke. Würden Sie Ihren Freund als vertrauenswürdig bezeichnen? Ich beantworte Ihnen das anhand von Anschauungsmaterial. Das ist mein kompletter Satz mit Blu-rays der Herr-der-Ringe-Trilogie. Mr. Wolowitz hat ihn sich ausgeliehen, dabei den Haltemechanismus von Nummer 3 beschädigt... und ihn mir zurückgegeben in der Hoffnung, ich würde es nicht bemerken. Würden Sie das als verantwortungsbewusst bezeichnen? Das ist eigentlich nicht das, wofür wir uns interessieren. So, jetzt kommen wir wieder zur Abstimmung. An der Stelle muss ich euch jedoch einen Tipp geben. Und zwar ist es so, dass dieses Prinzip, also ich habe eine ganze Weile damit beschäftigt, jetzt hier immer die ganzen einzelnen Szenen rauszusuchen. Und das Prinzip, was hier an der Stelle zutrifft, hat irgendwie nie funktioniert bei Sheldon. Oder allgemein hat man das nie in der Serie gefunden. Der Sheldon ist halt nie drauf reingefallen. Gibt es auch viele andere Szenen, komme ich gleich drauf ein. Also man müsste halt so denken, das Prinzip hat halt eben nicht funktioniert. Hätte aber funktionieren müssen, theoretisch. Die Auflösung kommt dann gleich.
Ja, ich habe jetzt schon die ersten Antworten. Die sind auch sehr gut. Nur eine falsche. Genau, dann lassen wir es jetzt dabei. Ist genau, also die meisten Antworten waren richtig. Und zwar ist die richtige Antwort Authority. Also die Autorität im Endeffekt. Ich möchte ein anderes Beispiel bringen. Da gab es auch eine Folge, wo Sheldon vor Gericht ist und er auch das, da ging es um irgendeinen Strafzettel oder irgendwas. Auf jeden Fall hat er den Richter überhaupt nicht akzeptiert, hat ihn sogar beleidigt und ist am Ende sogar im Knast gelandet, weil er halt überhaupt nicht diese Autorität anerkennt. Ja, und das hat man in der Folge halt auch gesehen, dass du die Autorität halt nicht anerkennst, aber trotzdem ist es halt ein Mittel, um im Endeffekt, sage ich mal, einen Social Engineering-Angriff kann man darüber gestalten, indem man halt eben eine Autorität vorspielt, sage ich jetzt mal. Ja, da gibt es auch ein Experiment dazu. Ich weiß auch, dass es 2014 gab es dazu einen Artikel, oder wo gesagt wurde, dass es hinterfragt wird. Ich habe es jetzt trotzdem mal reingenommen, weil ich es halt zur Erläuterung halt ziemlich gut finde für das Thema. Und ich denke trotzdem, dass die Gehorsamkeit gegenüber Autoritäten, dass es trotzdem probates Mittel ist, was funktioniert. Ja, also das ist, glaube ich, unbestreitbar. Ja, und zwar, wer es nicht kennt, das Milgram-Experiment, dazu gab es letztendlich, sag ich mal, ein Schauspieler, der hat sich halt hingesetzt und sollte halt, wie soll ich sagen, der wurde halt so eine Art Elektrostuhl angeschlossen. Dann gab es noch dazu einen Professor und ein paar Probanden oder sozusagen einen Arzt in dem Sinne. Und der hat dann, und dann sollte der Proband, also der Schauspieler, Fragen beantworten. Jedes Mal, wenn die Frage falsch war, gab es halt entsprechend dann einen Stromschlag, den aber der Proband auslösen musste. Dann wurde halt die Stromstärke kontinuierlich erhöht und dann sieht man halt eben, wenn dass wir sehr, sehr viele Probanden haben, die sehr, sehr weit gegangen sind, was die Stromschläge angeht, also von der Stromstärke her oder von der Spannung her, und von dem Experiment, wo es ursprünglich halt so erklärt, dass der Arzt in dem Sinne immer gesagt hat, naja, das ist halt hier, wie soll ich sagen, der hat halt die Autorität ausgeübt, dass das notwendig ist, wir müssen weitermachen. Und dadurch wurde der Proband dazu gezwungen oder hat er automatisch mal weitergemacht, halt eben bis zu dieser hohen Spannung. Wie gesagt, das Experiment wurde mittlerweile ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, relativiert im Endeffekt, weil die Leute wohl sehr drauf eingestellt wurden, dass es ein wissenschaftliches Experiment ist. Ja, und dadurch, wie gesagt, da gibt es einen Artikel dazu, könnt ihr gerne mal nachlesen lassen. So, dann kommen wir zum letzten Video. Ach, Stuart, könntest du mir vielleicht helfen, etwas zu finden? Aber gern, solange es nicht Hoffnung oder der Sinn des Lebens ist. Oh, du bringst mich zum Lachen, trauriger Clown. Na, jedenfalls, Leonard kommt in ein paar Tagen zurück und ich suche ein Willkommensgeschenk zur Heimkehr. Da er auf hoher See war, habe ich mir gedacht, ein nautisches Thema wäre vielleicht angemessen. Okay, naja, ich weiß zwar nicht, wie viel du ausgeben willst, aber ich habe hier eine ziemlich coole Aquaman-Figur. Aquaman? Ich will kein Scherzgeschenk, Stuart. Ja, ist auch gut so. Das ist ein ziemlich seltenes Exemplar und nur was für einen echten Sammler. Ich bin ein echter Sammler. Wie selten ist sie denn? Oh, ich hätte sie dir gar nicht zeigen dürfen. Eine Batman-Wasserpistole? Versuch nicht, mich auszutricksen, damit ich etwas kaufe, was ich nicht will. So, zurück zu Aquaman. Was denken die sich dabei, den Verstand von Dr. Octopus plötzlich in Spider-Mans Körper zu stecken? Also mir hat es immer gut gefallen. Es vereinigt den Superheldenspaß von Spider-Man mit den Körpertauschspielchen von Freaky Friday. Beide Filme, das Original und den mit Lohan. Beide Filme, das Original und den mit Lohan? Du bist ein Idiot. Hey, was hast du für ein Problem? Entschuldige, ich bin in letzter Zeit ein bisschen ungehalten. Das liegt vermutlich an der blöden Diät, die ich mache. Wieso machst du eine Diät? Ich habe ein bisschen zugenommen. Ich musste diese Hose in der Herrenabteilung kaufen. Naja, wir kennen ja deine Mom. Der Apfel fällt, wie du weißt, nie weit vom Stamm. $1,200 und das ist mein letztes Angebot. Na schön, Sheldon, du hast gewonnen. Ich glaube, Leonard wird das gefallen. Oh ja, richtig, ein Geschenk für Leonard. Ja, pack mal die Wasserpistole dazu. Ja, ich weiß nicht, diese Wasserpistole ist ziemlich selten.
So, und jetzt wieder die Abstimmung. Ja, verraten. Mist. Ja, vielleicht haben es ein paar nicht gesehen. Jetzt warten wir trotzdem, bis die Antworten da sind. Vielleicht hat ja jemand gerade nicht hochgeguckt. Aber es sieht gut aus. Ich habe euch ein bisschen geholfen, kann ich dann wenigstens sagen. Ja, jetzt kommen natürlich die Antworten. Ja, alles richtig. War zu vermuten, war zu erwarten. Genau, also das Prinzip Attraktivität durch Knappheit. Ich denke, das ist in der Folge relativ klar rausgekommen. Ja, da gibt es halt eben die Möglichkeit eben der Zeit- und Mengenlimitierung. Und was vielleicht noch interessant ist, halt dieser Romeo und Julia-Effekt, das geht auch ein bisschen in so dieses mit den Kindern, wenn man denen das Spielzeug wegnimmt, die wollen es ja unbedingt wieder haben. Und beim Romeo und Julia-Effekt, da ging es ja auch darum, dass die beiden waren ja sehr stark ineinander verliebt und dann durften sie aber nicht zusammen sein, weil sie an unterschiedlichen Clans sind und umso mehr wurden die halt dadurch auch, das war ja dann auch dieses, jetzt wollen wir erst recht letztendlich, ne, zusammen sein, dieses Geheimnis, dieses Geheimnisvolle letztendlich. Das Gras auf der anderen Seite vom Zaun. Bitte? Das Gras auf der anderen Seite vom Zaun. Genau. Genau. So, ich hoffe, das Quiz hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich will euch noch mal ein paar weitere Themen vorstellen. Wir haben jetzt, wie gesagt, ich wollte es mal ein bisschen versuchen, ein bisschen locker zu gestalten, dass ihr die Prinzipien von Chiodini noch mal vielleicht wiederholt oder neu kennenlernt, je nachdem. Und gehe jetzt noch mal auf drei andere Themen ein. Und zwar das Fiction-Action-Pattern, damit würde ich anfangen. Diejenigen, die von euch noch nicht kennen, es gibt halt letztendlich da ein Experiment, was mal durchgeführt wurde. Und das sah halt so aus, wenn man jetzt einen Truthahn betrachtet und der hört halt Cheep-Cheep, ja, von seinen kleinen Küken im Endeffekt, dann rennt er hin und bemuttert die. So, und wenn jetzt so ein Küken nicht Cheep-Cheep macht, dann rennt der Truthahn auch nicht hin und bemuttert die letztendlich. Ja, also das ist einfach so ein Reflex, der wird ausgelöst, wenn das Küken Cheep-Cheep macht. Und da sind ein paar Forscher auf die Idee gekommen, tun wir doch mal den Iltis nehmen. Der Iltis ist letztendlich der Todesfeind vom Truthahn, haben den ausgestopft, ein Radio reingemacht, haben den dann langgezogen und dann hat dieses Radio halt eben dieses Cheep-Cheep ausgegeben und dann ist der Truthahn hingerannt und hat letztendlich den Iltis bemuttert. Ja, also da ist halt so eine Fixed-Action-Pattern, was im Truthahn verankert ist. Und wenn das ausgelöst wird, dann wird letztendlich eine Aktion wird dann ausgeführt. Ne? Und das wäre in dem Fall das Bemuttern. Ja, da, wer sich dafür interessiert, da gibt es so ein super, ich habe mir da ein Video angeguckt, von der Vera F. Birkenbiel. Also müsst ihr mal googeln, ich fand das sehr interessant, was sie so alles, also die hat verschiedene Broadcasts im Internet. Auf jeden Fall gibt es natürlich solche Reflexe auch bei Menschen. Also die hat zum Beispiel auch gebracht diesen Vergleich mit dem Cheap, hat das so ins Englische übersetzt mit Cheap, das heißt halt billig. Und wenn bei uns halt eben dieser Gedanke hochkommt, billig ist gut, kaufe ich sofort. Das ist auch so ein automatischer Reflex, billig ist halt gut. Und wenn ich jetzt irgendwo was Bestimmtes einkaufen will und ich höre das halt, dann kommt halt auch dieser Reflex halt hoch, dass man automatisch denkt, ja, das möchte ich kaufen. Genau, davon gibt es relativ viele Sachen. Da muss man immer sehen, wenn man jetzt, sage ich mal, auf Social Engineering das wieder bezieht, was könnte jetzt bei dem Opfer letztendlich so einen Reflex auslösen? Ja, das kann eine Person irgendwie, sage ich mal, sein, zum Beispiel also irgendwas Spezielles, womit der sich beschäftigt oder irgendwas, ne, dann löst das automatisch immer irgendwas aus. Genau, da möchte ich noch das Thema stereotypische Verhaltensmuster. Da geht es eigentlich darum, was man so wahrnimmt. Also das Gehirn ist halt so aufgebaut, wenn ich jetzt, wir haben ja extrem viele Eindrücke, Farben und irgendwelche Geräusche und was weiß ich nicht alles. Und jetzt muss das Gehirn das irgendwie alles verarbeiten. Und um das hinzubekommen, tut es halt im Endeffekt nur bestimmte Informationen auch. Oder beziehungsweise tut es schnell clustern, beziehungsweise tut irgendwelche Entscheidungen kurzfristig fällen. Also ein Beispiel ist da eben dieses Flight or Fight. Wenn jetzt der Säbelzahntiger kommen würde, dann entscheidet man sich ganz schnell, das ist von früher aus der Evolution raus, entweder ich schaffe das gegen den Säbelzahntiger, fighte dementsprechend, oder ich muss halt fliehen. Ne? Und genau, das ist halt sowas, wo das Gehirn relativ schnell reagiert. Und ich habe hier auch ein Beispielbild letztendlich.
Wenn man sich das jetzt hier anschaut, das sieht jetzt erstmal ganz hochtragend aus. Vielleicht denken auch manche, das ist jetzt vielleicht ein parlamentarisches Gebäude oder irgendwas. Ne? Aber im Endeffekt ist das einfach nur ein Casino. Das ist so ein ähnliches Prinzip, was ausgelöst wird. Ne? Das ist auch, was wir hier haben mit diesem Expertenwissen, wovon sie reden. Man denkt automatisch, dass das halt eben so ist, weil man die Informationen nicht alle erfassen kann. Genau, dann die kognitive Verzerrung. Das ist halt das nächste Thema, mit dem ich mich mal so ein bisschen beschäftigt habe, um euch das mal so ein bisschen zusammenzuführen. Was können jetzt alles Social Engineering? Das ist ein sehr, sehr weit gefächertes Thema letztendlich. Man kann immer schauen, wie kann man das jetzt eigentlich eingrenzen? Und wie gesagt, kognitive Verzerrung war so ein Thema, wo ich gedacht habe, das kann man mit Sicherheit auch nutzen. Da haben wir jetzt als Beispiel eben die selektive Wahrnehmung. Ja, also es gibt noch viele weitere kognitive Verzerrungen. Ich habe jetzt einfach mal welche rausgesucht, wo ich jetzt dachte, da gibt es doch super Beispiele und die kann man vielleicht doch, sag ich mal, gut anwenden in dem Sinne. Ja, also zum Beispiel die Bahnung, das bedeutet halt, es gibt schon viele, also man hat ja irgendwie so ein, ich sag jetzt mal, ein neuronales Netz im Kopf, da gibt es ja Verbindungen und die schon gesetzt sind, die werden automatisch immer ausgelöst. Ja, und das ist natürlich eine gewisse kognitive Verzerrung letztendlich, weil das bedeutet, wenn man Informationen speziell gibt, dann werden genau diese Verbindungen ausgelöst, die schon immer da sind. Und man denkt automatisch das, was man schon irgendwie als Erfahrung gesammelt hat. Ich hoffe, das war so ein bisschen verständlich. Also man sammelt irgendwie Erfahrungen, dadurch wird das Gehirn so, hat man halt eben seine Erfahrungen im Gehirn sozusagen gesammelt. Und wenn man dann neue Informationen, dann bauen die natürlich immer auf die alten Erfahrungen auf. Ne? So, dann haben wir das Thema Einrahmen, das geht so in die Richtung. Auch, wie wir das vorhin hatten, wenn man sehr, sehr viele Informationen hat, dann wird immer nur ein bestimmter Teil dort rausgenommen aus diesem Ganzen. Ja? Das ist halt eben ein Prinzip im Gehirn letztendlich. Genau, dann der Status Quo. Da geht es halt eben um das Streben Veränderungen. Das kennt ja jeder. Niemand hat so richtig Lust auf irgendwelche Veränderungen. Letztendlich ist es immer erstmal unangenehm. Gibt natürlich auch Gegenteile, die sowas halt immer hervorrufen wollen. Aber grundsätzlich ist das halt eben was, wo Menschen letztendlich schwer zu bewegen sind für Veränderungen. Ja, und das ist halt eben, wie gesagt, eine kognitive Verzerrung. Und die kann man natürlich auch nutzen. So, dann haben wir das Thema Ankereffekt. Da geht es um die Beeinflussung der Zahlen. Also man stellt sich vor, man hat ein Verkaufsgespräch. Ja, und darin würde man jetzt zum Beispiel am Anfang, man möchte vielleicht irgendwie an einer bestimmten Marke rauskommen, ja, und geht erstmal ziemlich weit höher und sagt erstmal Zahlen in dem Bereich. Dadurch kriegt derjenige sozusagen wie so ein Input und denkt halt eben immer in diesen Bereichen. Und wenn ich jetzt mit einer niedrigeren Zahl komme, dann hält er die automatisch für günstig, ja, obwohl sie vielleicht gar nicht günstig ist. Also ist gerade im Verkaufsgespräch natürlich super. Dann haben wir den Halo-Effekt. Den kann man eigentlich vergleichen mit dem Anker-Effekt. Dazu habe ich einfach mal eine Frage im Raum. Und zwar, was würdet ihr glauben, der größte Baum der Welt, ob der größer ist oder kleiner als 20 Meter. Ich gebe euch kurz Bedenkzeit. Überlegt euch mal wirklich eine ganz konkrete Zahl. Ich denke mal, das wird so langsam reichen. Jeder von euch hat eine Zahl im Kopf. Und zwar, der größte Baum ist irgendwie so 136 Meter groß. Ich wette, die meisten von euch werden deutlich tiefer liegen. Die werden wahrscheinlich irgendwo in der Nähe liegen von zwischen 20 und, oder sagen wir mal zwischen 40 und 90 oder sowas in die Richtung. Und es hängt einfach damit zusammen, dass ich meine Frage so gestellt habe, dass ich als allererstes gesagt habe, bitte kleiner oder größer 20 Meter. Dadurch habe ich euch schon einen Richtwert gegeben. Die meisten, die von euch nicht wissen, wie groß der größte Baum ist, die haben sich jetzt an diesem Richtwert orientiert und haben dann entsprechend abgeleitet, wie groß der größte Baum sein müsste, anhand dieser Richtzahl. Genau. Dann als letztes noch der Kontraeffekt oder Kontrasteffekt, sorry. Den kann man natürlich negativ als das Positiv nutzen. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung von dem Ankereffekt. Also wenn ich jetzt mit einem riesigen Preis komme, letztendlich habe ich einen Kontrast zu einem niedrigen Preis letztendlich. Ne? Und da muss man jetzt schauen, wie kann man so eine Methode letztendlich anwenden. Kann man auch sehr, sehr niedrig gehen und dann mit sehr hohen Preisen ankommen. Es ist immer sehr, sehr, also ich bringe jetzt mal ein paar Verkaufsbeispiele, weil ich mich jetzt sehr, sehr viel mit den Chialdini auseinandergesetzt habe und er letztendlich, Marketing-Heini ist, übertrieben gesagt. Ja, aber ich denke halt, dass solche Prinzipien halt genauso sich für Social Engineering anwenden lassen. Genau. So, jetzt habe ich für euch nochmal zusammengefasst. Das wäre jetzt das Toolkit. Wir haben also die 6 Waffen von Chialdini, die ihr gelernt habt über, sage ich mal, die Beispiele aus The Big Bang Theory,
Wir haben letztendlich den Bauplan des Gehirns, in dem ich euch mal kurz erläutert habe, wie kommt eigentlich dieses stereotypische Verhalten zustande, beziehungsweise die Fixed-Action-Patterns. Und wir haben die kognitive Verzerrung, was ja auch gewissermaßen, sage ich mal, zu einem Bauplan des Gehirns dazugehört. Genau. So, dann können wir jetzt eigentlich, ich werde damit jetzt am Ende, wenn jetzt irgendwelche Fragen sind, dann stehe ich offen und bin bereit, die zu beantworten. Es gibt da einen Effekt, der ist wenig bekannt, wahrscheinlich auch schwerer auszulösen oder auszunutzen als Reziprozity. Das ist der Franklin-Effekt, das ist quasi das Gegenteil. Ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist. Reziprocity sagt ja, wenn ich jemandem was Gutes tue, will der mir auch was Gutes tun. Und das ist relativ einfach, aber er ist nicht allzu viel bereit. Es wird ungefähr so viel, wie ich ihm getan habe. Was besser wirkt, wenn ich ihn dazu bringe, mir was Kleines Gutes zu tun, steigt hinterher sehr drastisch seine Bereitschaft, mir nochmal was wesentlich größer Gutes zu tun. Das hat Franklin entdeckt damals, Benjamin Franklin. Ich weiß nicht, ob er das für Social Engineering ausnutzen kann. Und wenn es gelingt, hat man garantiert viel mehr Erfolg als mit den genannten Effekten, würde ich denken, weil der Effekt viel stärker ist. Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall, das lässt sich auf jeden Fall als Social Engineering Attacke auch, sage ich mal, umsetzen. Es geht aber, oder was ist aber, es geht halt in die Richtung Commitment und Konsistenz. Also ich habe einmal eine Zusage gemacht, ja, vielleicht was Kleines erstmal, und dann komme ich weiter und mache noch etwas Größeres, noch eine größere Zusage. Also ich denke, das ist letztendlich auch ähnlich dem Prinzip Commitment und Konsistenz. Weil wie gesagt, ich habe ein Commitment gegeben, ich habe ihm letztendlich was gegeben, ich verhalte mich dann so, ne, ein kleines Geschenk, und jetzt möchte ich im nächsten Sinne, wenn er jetzt mit etwas Größerem kommt, da will ich mich wieder dran halten und mache das halt wieder. Also ja, das ist richtig. Ich denke aber, dass das halt hier auch mit eingeordnet werden kann. Weitere Fragen? Nochmal zu diesem Baumding. Dieses Halo, dieser Halo-Effekt. Ja. Jetzt muss ich gestehen, dass ich eben, als du da gesagt hast, wie groß ist denn das Ding, irgendeine völlig absurd große Zahl hatte, und da kam jetzt der Gedanke, gibt es denn generell Möglichkeiten, sich auch Abwehrmechanismen sozusagen beizubringen, dass man nicht mehr so leicht manipulierbar ist? Das ist eine gute Frage. Also ich denke, das Wissen erstmal überhaupt über diese ganzen Thematiken, das hilft natürlich extrem, um, sag ich mal, dann zu erkennen sowas. Ja, also man kennt dann sowas. Aber ich glaube, wenn es jemand geschickt macht, in bestimmten Situationen, und vor allem, man kann ja die ganzen Sachen auch miteinander kombinieren, ist es schwierig, sich gegen so was einen gezielten Angriff zu verteidigen. Also das halte ich für relativ unmöglich, würde ich sagen, sofern man letztendlich, wie gesagt, die Sachen miteinander kombiniert und das ein gezielter Angriff ist. Aber man kann sich natürlich grundsätzlich überhaupt erstmal über das Wissen, wenn man das alles weiß und die ganzen einzelnen Themen kennt, muss sie dann halt eben für sich mal, sag ich mal, sich damit beschäftigen, überlegen, wo bin ich vielleicht sogar besonders anfällig, ja. Dann denke ich schon, dass man sich dagegen wehren kann, ja. Aber das funktioniert nur generell. Also ich glaube nicht für einen speziellen Angriff. Ja, sonst noch jemand fragen?